Polizei. Polizei, komm da. Ja, auf jeden Fall da. Fahren wir dann schon Richtung Ende Deutschlands, dann fahren wir dann schon Richtung Belgien. Belgien, Frankreich und dann rauf nach England, wenn wir erstmal im Tunnel sind. Das ist wirklich nicht mehr weit. Ach, schlafen müssen wir bald gehen. 6 hätte ich fast jetzt aus den Augen verloren. 18 Uhr, habe ich schon gesagt. Dann zahl Palma an. Aber ob wir den nächsten jetzt schon nehmen? Nein. Ah, den nächsten nehmen wir noch nicht. Zwischen 18 und 19 Uhr Palma an, das heißt. Die nächste nehmen wir auf jeden Fall nicht. Nehmen wir die übernächste dann. Über die Hälfte sind wir ja auch schon, also. So, da müssen wir dann nach rechts. Dann geht's weiter Richtung Belgien. Also Köln und dann Belgien, aber Köln kommt ja gleich. Ganz gemütlich auf jeden Fall hier und entspannt bis jetzt die ganze Fahrt. Jetzt nicht so mühsam wie ich dachte eigentlich, dass wir schon über die Hälfte haben. Es kann ja auch nicht immer so viel sein, vielleicht fahren wir bis zur Grenze durch. Komm mal schlafen. Ja, weil das ist schon Köln und dann kann es eigentlich nicht mehr so weit sein bis zur Grenze. Ja, dann fahren wir auf jeden Fall, denke ich, bis zur Grenze auf jeden Fall durch. Das ist, glaube ich, nicht so lange. Lüttich war gleich hinter der Grenze. Kilometer. Okay, egal, nächste nehmen wir. Müssen wir, weil sonst, ich weiß nicht. Nächstes ist vielleicht eh schon die Grenze, aber oh, das ist noch ziemlich viel vor, 135 Kilometer also.
Nur was, dass du mir bist. Richtung Lüttich. Ganz rüber. Lüdeli. Ich glaube, das davon ist zwar eh schon die Grenze, also wir sind eigentlich bis zur Grenze eh durchgefahren. Davon haben wir dann einen Punkt. Das ist die Grenze und da bleiben wir dann stehen. Wo tanken müssen wir eh nicht, wir müssen eh nur parken. Bis schlafen. Das verstehe ich nicht. Ich bin ja schon am Parkplatz. Ich habe trotzdem noch eine Strafe. So. Schlafen haben wir. Wir haben es 5. 7 Stunden haben wir noch zum Fahren. 64 Kilometer. Dahin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, dann rüber mit uns. Da geht's nach Ligé. Oh, go. We wanna go. Go. Bleib mal gleich da. Bin ich ehrlich, ich weiß nur, dass wir nach Lille fahren müssen. Und von Lille dann glaube ich direkt rauf, oder? Zum Tunnel. Bin ich jetzt aber nicht 100% sicher.
Ich weiß nur, 1000 Kilometer haben wir geschafft. Luxemburg, Lille, ja. Richtig. Lille hört sich ganz gut an. Baustelle mit 70, da waren wir halt jetzt ein bisschen schneller durch. Transportiert der ein Schiff? Ah, ein Schiff. Das hat jetzt wirklich von hinten ausgeschaut wie so eine Yacht, aber es sind eigentlich nur Stämme. Also Bretter oder sowas sind das. Holzschienen. Lille 92 Kilometer. Bissl was haben wir noch von uns? Na schön. Frankreich kommt hier. Calais. Dort müssen wir hin. Glaube ich. Ich glaube, Calais ist der Tunnel und die Fähre.
nicht auf der Spur bleiben. Nach Calais wären 145 Kilometer. Ankunftszeit wäre 12 Uhr. Abends. Das sind noch 4 Stunden. Das Lille rechts. Kilometer noch. Das ist nicht mehr so viel. Ist nicht mehr so viel. Haysburg, Paris. Ah, zu spät gesehen. Oh, das ist jetzt bitter. So schön gefahren bis jetzt eigentlich. Und dann so ein dummer Fehler. Weil ich das Tempo mitnehmen wollte, um den zu überholen. Ja, der St. Laurent. Wir zeigen das letzte Stück vor in der Folge auch fertig. Das wird halt wieder eine längere Folge, aber ich glaube, wir fahren das hier durch jetzt. Tunnel Salamanche. Bin ich echt gespannt, wie das dann wird. Warum wir dann auf einmal auf links fahren, weil bei einer Fähre sage ich es einfach, fahrst mit der Fähre rüber und fährst einfach auf linke Spur dann auf. Aber wie dieser Wechsel jetzt nach dem Tunnel aussieht, da bin ich jetzt gespannt dann. Kreuzen sich die Spuren quasi oben und unten, also dass quasi einer fährt oben und einer unten, kreuzen sie sich und du fährst dann quasi weiter bis zur nächsten Kreuzung, weil dann hat sich sie eingependelt. Aber wie machen die das? Da sind wir schon gespannt, wie die das lösen. Ein bisschen was geht für Strafen drauf schon, muss man sagen. So, jetzt geht gleich ein Tunnel. Ich möchte nur einen Blick auf die Karte kurz werfen, wo wir jetzt sind. Wir sind schon fast da, okay.
Was? So. Ich hoffe auch, dass man das selber durchfahren kann. Ich glaube, man kann da nicht selber durchfahren. Gibt's da nicht einen Tunnel, wo man mit dem Auto durchfahren kann? Ich dachte, wir fahren mit dem Auto durch. Dachte echt, wir fahren da jetzt mit dem Auto durch, also durch den Tunnel durch, sau selber. Gut, dann ist mal auch alles klar. Ah, so ist das. So. Wichtig zu merken, links fahren. Zu schief gehen. Das Einbiegen wird schwer, finde ich, glaube ich. Nach Bünden, wo wir auch hin müssen.
würde überlegen müssen, wo ich hin. Oder nicht links oder rechts, sondern rasenseitenmäßig, wo ich mich da anreihe oder wie. So, jetzt über die Landstraßen geht's nach London. Dessen haben unsere Fahrer auch ganz schön angenommen, weil 65 sind wir gestartet. Da war der Kredit schon weg, der Kredit kommt zwar jetzt wieder, aber den Kredit, den haben sie eigentlich so am Tag drinnen. So gefühlt halt, ich muss jetzt nachschauen, was sie für ein Profil haben, aber gefühlt haben die den jetzt immer drinnen. Das ist die Fähre. Dass man vor allem im LKW natürlich auch links und nicht rechts. Haben wir es gleich. Die längste Folge, die es gegeben hat bis jetzt von dem, aber es ist, wie gesagt, es passiert nie viel Action jetzt in den Folgen. Das sieht man eigentlich nur beim Fahren zu und ab und zu werden wir ein bisschen was quatschen. Wenn es ein Thema gibt, das war jetzt wirklich ein entspanntes Fahren, einfach nur so. London. Trotzdem noch ein ganz schönes Stück auf der Insel. Ich dachte eigentlich, das ist dann schneller. London.
dann eh genau in der Mitte nach London. Das ist sehr ungewöhnlich auf jeden Fall, das ist ein Linksverkehr, weiß nicht. Wir werden sicher nochmal hierher fahren. Aber ich möchte eigentlich jetzt wieder zurück nach Zentraleuropa fahren, weil anstrengend mit dem Linksverkehr, das. Warum fahrt ihr nicht? Weiß ich warum, weil wir ja mehr schauen müssen, als sie. Du hast wieder falsch abgebogen. Wäre jetzt wieder falsch abgebogen. Aber kennt man schon irgendwas in London? London kenne ich auch schon ein bisschen vom Aussehen, aber das ist ja nicht so. Weil nicht wirklich. Da war da kein nicht viel. So, wir machen biegen linke Spuren ran. Ah, das da rechts kenne ich, das einförmige Gebäude. Wir werden da eine Runde fahren in London. Oh nein, wir können eh links. Arbeitsagentur. Volvo haben wir hier. Viel von uns nicht, aber ich meine, das kenne ich. Vorher da vorne eben, wie gesagt. Aber ich dachte, man sieht halt schon, dass es Big Ben oder so ist. Wieder links einbiegen.
So. Sehr schön. Da gibt es Erfahrungs. 14.000 oben drauf. Fortfahren. Machen zerbrechliche Fahrt, bisschen mehr Vergütung bekommen. Gut, das war's mit der Folge. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann den Rest an wieder. Bis dann, mach's gut, ciao.